Hi zusammen, ich muss euch heute unbedingt noch was zeigen, weil ich habe ein Päckchen heute bekommen und das ist sowas von süß, dass ich das trotzdem einfach in einem Video nochmal festhalten wollte und Danke sagen. Und zwar an die liebe Lucy, bzw. Lou, bzw. Orange, bzw. Miss Asian Blood Orange. So, jetzt haben wir alles durch. Denn, ja, sie hatte mich plötzlich nach meiner Adresse gefragt und ja, da war ich etwas irritiert. Und jetzt habe ich ein Päckchen bekommen. Und es war irgendwie doch ein bisschen größer, das Päckchen. Und die Frau ist so süß. Du bist so goldig. Weißt du das? Und zwar habe ich nämlich ein paar Sachen von ihr bekommen. Zum einen, weil ich ihr unter ein Video mal irgendwann geschrieben hatte, als sie, glaube ich, ihre Backups vorgestellt hatte, dass ich eine besondere Limited Edition total toll fand. Und dass, wenn sie jemals das nicht mehr so haben wollen würde, würde ich es sofort nehmen. Und ja, es scheint so, als wäre dieser Zeitpunkt eingetroffen. Und zwar hat mir dieses Mädel doch allen Ernstes einmal nochmal das Feigen-Schoko-Duschgel von Balea mitgeschickt. Und, ups, das war die Schere, die Bodylotion. Das heißt, ich habe jetzt noch ungefähr dreimal so lange, wie ich eigentlich hätte, diesen Duft um mich rum und haha, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich bin so süchtig nach diesem Duft. Der Mandelduft hatte mich ja da irgendwie nicht so interessiert, beziehungsweise ich habe 10.000 Mal dran gerochen und ich wollte ihn dann irgendwie doch und dann war die LE weg, also das hat mich dann auch nicht gejuckt. Aber dieser feige Duft, boah. Also ich finde ihn saumäßig geil und ich werde mich nachher auch schön eincremen. Aber, Madame, wie kommst du auf die Idee, mir dann noch mehr zu schicken? Und zwar, ja, Naschkatze wurde versorgt, würde ich mal behaupten. Ja, ich habe es, glaube ich, noch nie erwähnt, aber ich liebe Knoppers. Weil ich finde, Knoppers schmeckt tausendmal besser als Hanuta oder sämtliche andere Waffeln, weil ich bin eigentlich überhaupt kein Waffelfan, außer Knoppers. Ja, also würde ich sagen Volltreffer, ne? Und dann sind noch zwei Kerzchen drin. Zwei Teelichter. Wo ich ja sagen würde, das ist Vanille, wobei ich es nicht hundertprozentig sagen kann. Aber es riecht nach Vanille auf jeden Fall. Und da ich Vanille ja liebe, ist das eine sehr gute Idee gewesen. Und dann als letztes, was ich sogar noch gar nicht hatte. Es fällt gleich alles um. Hat sie mir noch eine Bodylotion und zwar von Balea Zuckerschnute mitgeschickt. Zuckerschnute lieben ja so ziemlich alle hier irgendwie. Und es war bei uns dauerhaft ausverkauft, deswegen habe ich das auch gar nicht. Und ich wusste auch nicht, wie es riecht. Ich hatte ja schon dran gerochen, aber jetzt weiß ich auch mal, wovon alle reden. Also beschreiben kann ich es nicht. Das riecht halt nach so süßer Sahne wie da. Wie auf so Cupcakes immer drauf ist. Und nach dem Orange, also eigentlich nach dem, was drauf ist. Aber ich hatte die halt überhaupt noch nicht. Was sie bestimmt wusste, ne? Das wär's ja nicht drin. Und Madame hat ja auch gar nicht meine Duschgel-Videos geschaut, ne? Ja. Jedenfalls finde ich das total, total, total süß. Und ich habe mich mega gefreut, beziehungsweise freue mich immer noch. Und deswegen nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön und ein Herzchen und ein Hab dich lieb an dich. und ich werde mich fleißig eincremen. Definitiv. Ja, ja, ja. Und ich glaube, ich futter jetzt gleich mal die Knoppers. Oder zumindest eins. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja. Das war's von mir. Ganz klein, ein sehr kurzes Video für meine Verhältnisse. Aber wie gesagt, ich wollte einfach nochmal Danke sagen, weil ich das so niedlich fand. Und ja, ich bin jetzt glücklich. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Und wir sehen uns und bis dann. Tschüss.